Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Wer sehnt sich nicht nach diesen schönen und ruhigen Momenten, wo unsere Seele wieder auftanken kann? Herzlich willkommen bei «Fenster zum Sonntag». Die deutsche Stararchitektin Anna Philips hat mal gesagt, Schönheit ist ein Ort, wo man nie mehr verlassen will. Bestimmt mögen auch sie sich an so einen erinnern. Das Casa dell'Arte im Dorf Rasa im Tessin ist so ein Ort. Künstlerin Anita Sieber-Hagebach hat sich von der Schönheit des idyllischen Dorfs inspirieren lassen. Schöne Schriften haben die Romana Moser schon früh begeistert. Zuerst aber zum Landschaftsfotograf Tobias Rieser. Er ist der Schönheit der Schweizer Bergwelt auf der Spur und findet dabei immer wieder besondere Orte, die ihn tief berühren. Fotograf Tobias Rieser unterwegs auf Motivsuche im Zürcher Oberland. Für mich ist das Fotografieren in erster Linie ein Riesenerlebnis. Also draussen in der Natur, ich bewege mich seit ich ein kleiner Junge bin, gerne draussen. Das gibt mir eine unglaubliche Befriedigung. Ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Mir ist wichtig, so ein bisschen jetzt in dieser Szene, dass es ein bisschen eine aufgeräumte Landschaft ist. Ich habe jetzt geschaut, dass die Bäume schön nebeneinander versetzt sind, dass sie so wie ineinander reinpassen. Ganz wichtig ist natürlich auch das Licht. Jetzt stehen wir eigentlich so ein bisschen seitwärts zum Sonneneinfall. Und das gibt dann gerade in den Blüten eine wunderschöne Leuchtkraft in die Blüten hinein. Tobias Rieser wohnt mit seiner Familie in Rapperswil-Jona. Der ehemalige Landschaftsarchitekt hat sich heute ganz der Naturfotografie verschrieben. Ich habe mir das so ein bisschen als Markenzeichen gegeben, dass ich in der Schweiz fotografiere. Und meine Bilder sollen eigentlich zeigen, wie schön dass wir es haben in unserem Land. Und auch zeigen, dass man teilweise gar nicht weit gehen muss, bis man eine so schöne Ecke finden kann. Meine Bildsprache lebt eigentlich häufig durch eine so ein bisschen Reduktion. Und mir gefällt es halt, wenn man mit wenig starken Elementen das Bild gestalten kann. Wenn man an einem Ort ist und es wirkt für einen von Augen sehr schön, muss das noch nicht heissen, dass es fotogen ist. Weil das Bild ist zweidimensional und meine Aufgabe als Fotograf mit den Elementen, die ich zur Verfügung habe, Bildkomposition zu gestalten, dass dann eben auch vom Bild her schön wirkt, dass man zum Beispiel Tiefe hat. Die ersten Bilder sind im Kasten. Tobias recherchiert noch nach weiteren Orten, die er auf seiner Tour heute besuchen will. Er entdeckt die Fotografie für sich erst im Alter von rund 30 Jahren. Anfangs 2011 beginnt er sich intensiv damit zu beschäftigen und schafft sich seine erste digitale Spiegelreflexkamera an. Was mich fasziniert hat, ist, dass man einen Moment von einem besonders schönen Augenblick eigentlich für die Ewigkeit festfrieren kann, indem man ein Foto macht und das Bild dann vielleicht sogar im besten Fall eine Geschichte erzählt, für andere Leute auch. Ich habe dann recht schnell angefangen, mit grosser Leidenschaft und richtig eifrig Orte zu entdecken, zu fotografieren. Und dann hatte ich erst Feedback und so ist das eigentlich Schritt für Schritt ein bisschen weitergegangen. Plötzlich haben sich grössere Firmen angefangen zu melden, die Interesse an meinen Bildern hatten. Und da sind so viele Türen aufgegangen, wo ich rückblickend muss sagen, wow, das ist genial. Ich habe mega Gas gegeben, um Bilder zu machen. Schöne Sachen zu gestalten, aber was daraus entstanden ist, kann ich rückblickend nur sagen, ist es für mich ein Wunder. Tobias große Liebe gehört der Schweizer Bergwelt. Oft ist er stundenlang mit einem 30 Kilogramm schweren Rucksack im alpinen Gelände unterwegs. Berge erlebe ich als archaischer Ort vielfach, wo sehr, sehr wild ist, wo man ganz, ganz nah an den Elementen dran ist. Vielleicht am rauchen Wetter, an der Felswand.
Und das ist etwas, wo man sehr schnell merkt, eigentlich, wie klein das man auch ist. Und es zeigt einem recht schnell auch seine eigenen Grenzen auf. Zurück zu unserer Fototour. Tobias Rieser ist mittlerweile im Sarganserland unterwegs. Ich tue ganz viel, auch wenn ich aufwandere, neumals bin ich innerlich am Betten oder auch mal am Reden. Und häufig geht das wirklich in eine Richtung, wo ich einfach Gott Danke sage für all die Schönheiten, die er gemacht hat. Und wenn dann wirklich auch das Licht mega schön ist, dann gibt es öfter mal, dass ich auch mit Tränen in den Augen fotografiere von so viel Schönheit, wo ich überwältigt bin und einfach manchmal losjubeln oder ganz still wird und für mich geniessen. Draußen in der Natur fühlt sich Tobias Rieser stark mit Gott verbunden. Und wenn man auch in der Bibel liest, sieht man, dass Jesus auch auf den Berg hoch ist, zu beten. Ich weiss nicht genau, was es ist, aber je weiter dass ich mich irgendwo in einen Berg begibt, desto ruhiger werde ich und desto mehr staunen kann ich auch. Und das ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, da ist Gott so präsent. Für mich ist der Glaube eine persönliche Beziehung. Für mich persönlich brauche ich wirklich die Zeit, auch wo ich allein unterwegs bin, wo ich wieder zur Ruhe kommen kann. Ich bin sicher, Gott ist der grösste Ästhet, auch wenn man sieht, wenn er mit welcher Finesse und welcher Feinheit dass er gewisse Sachen designt hat. Das kann eine kleine Blume sein, wo man plötzlich, wenn man näher anschaut, eine ganz spezielle Zeichnung oder eine Farbe sieht. Es kann aber auch eine grosse Landschaft sein, Berge, wie die geformt sind. Da staune ich auch immer wieder und muss sagen, das Design, das ist so unübertroffen. Zusammen mit dem befreundeten Fotografen Martin Megli kreierten die beiden die Multimedia-Show Naturwunder Schweiz. Sie besteht aus einer Kombination aus Bildern, Musik, Videosequenzen und persönlichen Geschichten. Gezeigt auf einer Großleinwand. Wir waren selber überwältigt, teilweise wie die Leute aus dieser Show rausgekommen sind. Die einen mit Tränen in den Augen, ganz viel sehr, sehr berührt. Und dann auch die Mails, unzählige Mails, die wir bekommen haben, zeigt schon, ja, dass wir wirklich etwas auslösen konnten. Es ist wirklich ein Hommage an unsere Heimat, an unsere Natur, an unsere Tier- und Pflanzenarten. Es ist Abend geworden auf der heutigen Tour. Tobias kocht sich eine Tasse Kaffee, ein Ritual auf seinen Touren. Das Verständnis von Schönheit hat sich bei ihm im Laufe der Jahre verändert. Wenn ich jetzt schaue, dann tue ich vielleicht heute andere Sachen fotografieren wie früher. Vielleicht auch grafischere Sachen oder etwas, wo ich vielleicht einen alten Baum, den ich früher gar nicht so als schön empfunden habe. Wo ich heute das Gefühl habe, wow, der hat etwas erlebt und der hat Charakter. Wir Naturfotografen haben schon ein bisschen Krankheit, dass es einfach immer noch ein bisschen schöner sein könnte, dass das Licht noch ein bisschen spektakulärer könnte sein. So muss man schon ein bisschen aufpassen, auch wenn man mal ein schönes Bild gemacht hat, dass man nicht irgendwie gerade schon das Nächste im Kopf hat, sondern dass man auch dann den Moment mal geniesst, wenn es wirklich schön ist. Man merkt es jetzt schon, das Licht wird wärmer, es wird feiner.
die Schatten werden länger und ich freue mich jetzt richtig darauf, zum Fotografieren und ein schönes Bild zu machen. Auch Romana Moser liebt Schönes. Schon während der Schulzeit interessiert sie sich für kunstvolle Schriften und später wird das sogenannte Handlettering ihre grosse Leidenschaft. Egal ob auf Schaufenster oder Angebotstafeln, sie verleiht mit ihrer Handschrift allem einen besonderen Touch. Ich freue mich bei dem Auftrag jetzt hier gerade, dass ich den Misch machen von Schrift und Illustration. Ich finde es immer schön, wenn ich noch etwas Illustratives reinbringen kann. Concept Store Papuni in Oberwil im Kanton Basel-Land. Die selbstständige Schriftkünstlerin Romana Moser gestaltet heute eine neue Tafel für Aperol-Getränke. Eine attraktive Schrift, die mir gefällt, hat eigentlich, glaube ich, einen schönen Rhythmus. Ein O, der kann so oft so verschieden aussehen. Und ich glaube, das fasziniert mich daran, dass eine klare Aussage, es ist ein O, aber unglaublich, ich sage jetzt einmal, tausende Millionen von Charakter kann haben. Ihre Liebe zu Schriften hat Romana schon vor vielen Jahren entdeckt. In Basel hat sie ein kleines Atelier. Bei mir war es so, dass als Kind mit Zeichnen bin ich irgendwann nicht mehr weitergekommen. Und dann bin ich in die Schriften hineingegangen und habe gemerkt, die kannst du immer verschönern, die kannst du noch grösser machen, kleiner machen, eckiger, runder, Charakter geben. Ich glaube, so hat es angefangen, als Kind, so in den Schulheften. In der Freizeit beginnt Romana, Karten für Freunde zu gestalten. Und die Reaktionen sind vielversprechend. Oh wow, ist das von Hand gemacht. Und das ist schon etwas, was innere Kinder oder innere Künstler stärkt, wo man merkt, ah okay, ist in dem Fall nicht etwas, was alle können oder wo sich alle zutrauen. Handlettering ist eigentlich das Konstruieren von Schriften, von Buchstaben. Die zeichnet man fast mehr. Man sucht sich eigentlich Formen, Strich, aber ganz bewusst. Romana hat zuerst Hotelfachangestellte gelernt, später eine Ausbildung zur Polygrafin absolviert. Zurück im Papuni. Das sogenannte Handlettering ist im Trend. Das spürt auch Romana Moser. Mehrere Jahre hat sie Workshops gegeben und Interessierte in die Kunst eingeführt. Hat jeder einen Computer, jeder hat ein Smartphone, SMS schreiben oder etwas gestalten am Computer ist nicht mehr so speziell. Und darum, glaube ich, hat der ganze Trend von mit der Hand wieder etwas Persönliches machen, gestalten, finde viel mehr wert. Wenn ich heute ein Kärtchen bekomme, das jemand von Hand gemacht hat, auch wenn es nicht perfekt ist, fühlt sich das ganz anders an für mich, weil ich merke, wow, da hat sich jemand Zeit genommen. Das Handgemachte, das Persönliche, das hat viel mehr, das kommt viel mehr an. Ist das Werbung oder ist das Kunst? Das ist ganz schwierig zu sagen. Es ist Werbung für den Kunden. Es ist ein Stück weit auch Kunst. Aber es darf nicht nur künstlerisch sein, dass man es nachher nicht mehr lesen kann. In den vergangenen Jahren hat Romana unzählige Schaufenster und Tafeln beschriftet. Werkstatthaus Aktienmühle. Romana Moser trifft Eva Butzkis. Mit der Kostümdesignerin ist sie seit Jahren befreundet. Wichtig fürs kreative Schaffen sind auch Beziehungen und Austausch. Die Farben und so finde ich voll gut und ich finde, das ergänzt dich auch so gut. Ja. Definitiv kommen wir von ganz anderen Ecken und trotzdem sind wir beide Schaffer. Also wir arbeiten beide mit den Händen und wir sehen gerne schöne Sachen. Wir verschönern gerne Sachen. Verschönern. So Begegnungen geben wir eigentlich extrem viel. Yeah. Ich habe das Gefühl, da wird immer düngert. Da wird nicht nur Wasser geben. Also das ist, ja, da kommt extrem viel Frucht nachher raus. Ich schaue, ob ich es gerade finde. Ich finde, dass Inspiration was sehr Konkretes sein kann. Manche haben ja so den
das Bild vom Dichter, der sitzt da und wartet und irgendwann kommt die Muse und küsst und dann geht's los. Aber bei uns ist das ganz anders. Wir sind am Machen und dadurch gibt es so einen Austausch, dass man dann Dinge nicht einfach nur, ah, du hast das so gemacht, jetzt mache ich es auch so, sondern man schnappt Ideen auf und das arbeitet in einem. Vom Landesstreik. Als Selbstständige spürt Romana Moser immer wieder, wie für sie gesorgt wird. Ich glaube, mein Grundvertrauen zu Gott wirkt sich so aus, dass ich einfach weiss, ich muss nicht schauen, dass ich jetzt so und so viel Geld Ende Monat habe, sondern ich darf einfach machen. Ich habe die Begabung bekommen. Ich glaube, ich laufe jetzt in meiner Begabung rein. Für Gott ist Geld keine Sache. Er versorgt. Es gibt mir extreme Leichtigkeit. Es gibt mir ein stressfreies Leben, eigentlich, indem ich das Grundvertrauen habe, dass es richtig kommt, dass ich zu den richtigen Leuten komme. Das musste ich aber auch lernen. Das war ja auch nicht von Anfang an immer da. Das heutige Werk bekommt noch den letzten Schliff. Ich bin zufrieden, wie es geworden ist. Wenn ich an eine Tafel gehe, habe ich es nicht im Kopf, wie es am Ende wird sein. Aber ich weiß, in welche Richtung es geht. Und darum ist es für mich meistens auch immer eine Überraschung. Nicht mega komisch, aber... Aber es ist auch nichts. Oh wow, ist noch schön geworden. Super. Du musst da? Ja, manchmal. Probier mal. Auch Geschäftsführerin Elli Menciardi ist zufrieden. Es ist mega schön. Ja, das ist perfekt. Schlicht, ja. Übersichtlich, klar. Im Cento Valley, im malerischen Dorf Rasa aus dem 18. Jahrhundert, leben heute nur noch 17 Personen. Das autofreie Dorf strahlt eine besondere Schönheit aus. In der Casa dell'Arte hat die bildende Künstlerin Anita Sieber-Hagebach einige Tage verbracht, um sich inspirieren zu lassen und um neue Kunst zu erschaffen. Zusammen mit ihr haben wir das Bergdorf besucht. Ich freue mich total. Ich habe so ganz besondere Erinnerungen, die mich mit Rasa verbinden. Und dann viele Mal, als ich schon oben war. Ja, es ist schon eine spezielle Atmosphäre. Halt, dadurch, dass es autofrei ist, man fährt irgendwie mit der Bahn rauf und ist irgendwie wie doch so ein in eine andere Welt. Künstlerin Anita Sieber-Hagenbach kommt in Rasa an. Das Dorf liegt 900 Meter über Meer im Cento Valley Tessin. Michel Biri holt Anita ab. Seit 10 Jahren ist er Zentrumsleiter des Campo Rasa, einem Hotelleriebetrieb mit 4 Gästehäusern. Die Casa dell'Arte ist das neueste Projekt. Hier können Kunstschaffende für einen kurzen oder längeren Zeitraum wohnen und arbeiten. Dass man hier Künstler fördert, ich glaube, es hat von meiner Seite her so 2 Grundgedanken gehabt. Der eine ist die Erfahrung aus der vorherigen Hotelleriegeschichte, die ich mitbringe, dass ich festgestellt habe, das Hotel ist ein unglaublich guter Ort, um Kunst zu zeigen, vermitteln. Gäste haben Zeit. Und es gibt eine Sprache, für in interessante Gespräche hineinzukommen. Plus die Kombination von dem sehr kunstvollen Ambiente, oder, wo ja sehr interessant ist, weil die Menschen mal das mit viel Schweiß und einfachsten Materialien gemacht haben und wir heute das als sehr kunstvoll empfinden, was sehr einladend ist zum Kunstschaffen. Betriebsökonom Biri führt mit dem Campo Rasa ein Erbe weiter, das seit 1962 besteht. Die christliche Bewegung VBG erwarb damals Häuser und setzte die Ruinen wieder instand. Seither kommen immer wieder Menschen nach Rasa, um sich zu erholen. Hallo Lori. Ciao. So sind alle gekommen. Alle Gäste. Schon nach einem Tag hat man das Gefühl, man habe den Alltag weit hinter sich gelassen. Und das ist eine Einladung. Und das möchten wir pflegen an diesem Ort, die Ruhe bewahren. Ein Ort, wo man den Alltag darunter reflektiert, wo man zur Ruhe kommt, wo man sich wieder spürt und findet. Mit neuen Kräften wieder zurück in den Alltag kommt. Anita Sieber hat sich in der Casa dell'Arte eingerichtet.
Hier residierte sie 2022 für einen Monat zu günstigen Konditionen. Sie zeigt ihr Werk, welches sie damals geschaffen hat. Das ist das Projekt von der Reibung zu der Berührung. Ich habe lange mit Schleifpapier gearbeitet, also zum Thema Reibung. Da die Art heilige Schiene, das ist Schleifpapier. Und der Abfall hat mich auch interessiert, also die Schleifmau, die entsteht. Aus dem Schleifmau habe ich eine Paste gemacht und dann die Figuren geformt. Ich hatte die Idee, dass nach dem Schleifen etwas Neues entstehen sollte, das so zur Berührung kommt. Mir war wichtig, dass sich die Figuren immer wieder auch die Möglichkeit haben, sich irgendwo eine Berührung zu finden. Oder eben im Schattenspiel zeigt sich das so, dass es manchmal schon reicht, also in Gedanken miteinander verbunden zu sein. Oder jetzt auch mit den sozialen Medien, dass man sich vielleicht physisch nicht sieht und gleich miteinander Kontakt hat. Das kann auch sein im Gebet, dass man füreinander einsteht oder aneinander denkt, gute Gedanken hat füreinander. Seit 12 Jahren ist die Bernerin hauptberuflich als Künstlerin tätig. Ihr Handwerk hat sie sich jahrelang in Kursen an der damaligen Schule für Gestaltung Bern angeeignet. Früher arbeitete sie während 20 Jahren als Sozialarbeiterin im Suchtbereich. Ich merke, das ist halt etwas, was mich nach wie vor fest interessiert. Also gerade die sozialen Themen, und das ist etwas, was ich immer wieder in der Kunst thematisiere. Ich habe hier ein neues Projekt angefangen, zum Thema innere Lebenswelt. Ich formuliere jetzt hier so meine Gedanken. Manchmal sind es so Gebete. Hier sind es mehr so Situationen von Druck, vom Aushalten, Situationen, die auf, jetzt auch weltweit passieren. Und so ein bisschen auf das helle Papier, auf das Japan-Papier, habe ich mehr so gedacht, ich tue so ein bisschen die leichten Sachen, das, was mich freut. Laufend schreiben. Und manchmal muss ich wieder ein bisschen nachdenken. Und manchmal fließt es einfach. Und ich kann es meistens nicht mehr lesen, wenn ich es mal geschrieben habe. Das Schreiben ist ein zentraler Teil in Anitas Leben und eine Form der Kommunikation mit Gott. Ich lebe meine Beziehung zu Gott als etwas ganz Natürliches, was halt meinen Alltag prägt. Etwas, das ich manchmal spüre, manchmal nicht. Aber es ist jemand, der immer da ist. Und wo ich gerade merke, gerade im Schaffensprozess, sei es im Schreiben, dass ich viel plötzlich merke, dass ich so wie in einen Dialog trete, dass ich mit Gott reden im Schreiben. Was für mich auch noch wichtig war in dieser Zeit, jeden Abend, habe ich einen Tagebucheintrag gemacht. Es war wirklich für mich eine Hilfe, für den Prozess so ein bisschen zu begleiten. Und die Leserlichkeit ist sekundär. Das ist schon viel in meinen Bildern so. Es ist ja dann mehr ornamental. Zum Teil kann ich schon lesen. Also hier gibt es so, der Tag war so zäh. Ich fühlte mich unzulänglich, zaghaft. Und am liebsten hätte ich meine Sachen gepackt. Das ist jetzt gerade so eine Stelle. Da ist mir nicht so gut gegangen. Ich bin dann raus skizzieren. Ich habe probiert, andere Sachen zu machen. Bin im Dorf spazieren. Bin immer wieder zu den Tieren skizzieren. Das hat mir auch so eine neue Herausforderung gegeben, halt mit der Bewegung, die die Tiere haben. Und ich habe gemerkt, bei mir ist am Anfang irgendwie überhaupt nicht gegangen. Ich musste so viel ausprobieren. Ich habe es wieder zusammengestampft, wieder probiert. Und dann bin ich schon ein unter Druck gekommen. Ich habe gemerkt, ich muss natürlich in einer gewissen Zeit fertig haben. Ich war nicht zufrieden. Ich habe gemerkt, das hat mich manchmal schon fast ein bisschen verrissen. Ja. Es gibt Mittagessen. Auch die Ukrainer, die momentan in der Casa residieren, sind dabei. Und Samuel Scherrer und Astrid Künzler, beide im Vorstand von Arts Plus, einem Verein für Kunst und Kultur.
Michel Biri bot ihnen an, das Haus in Rasa als Künstlerresidenz zu nutzen. Es ist ein Ort, wo ich finde, man merkt, dass sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr lang Menschen mit Gott unterwegs sind. Und das prägt die Gemäuer, das prägt den Ort. Das Licht ist immer wieder anders, es hat ein gewisses Drama und dann wieder eine ganz gewisse liebliche Lichtigkeit, die man da findet. Also wie so das ganze Spektrum und das sehr kreativ, sehr inspirierend. Jeder und jede kann kommen und sich bewerben. Was sicher gut ist, ist, wenn man eine Idee hat, weil man kann sich extrem gut verlieren da. Es ist ein spiritueller Ort, der christlich orientiert ist. Das heisst, es ist sicher gut, wenn man mit dem nicht ein Problem hat. Aber sonst ist jeder und jede willkommen, der kunstschaffend ist. Samuel Scherer ist Architekt und kennt die Ukrainer schon lange. Er hat mit ihnen vor dem Krieg Architekturreisen in die Ukraine und nach Russland organisiert. Die haben natürlich nicht können denken, dass wir sie mal als Flüchtlinge da in der Schweiz haben, aber wir machen das Beste daraus und ich freue mich, dass wir ihnen da die Möglichkeit geben, zum doch auch arbeiten und kreativ zu sein. Und das ist ein Ort, wo eine Distanz möglich ist zu den Geschehnissen in ihrer Heimat. Der 91-jährige Juri Plaksiev ist aus Kharkiv geflüchtet. Ich bin Architekturprofessor, aber jetzt male ich Bilder, weil es so schön ist hier. Ich habe noch nie in meinem langen Leben ein so schönes Land gesehen. Und es ist eine Freude für mich, es zu malen. Samuel Scherer hofft, dass noch viel Kunst hier oben in Rasa entstehen darf. Das etabliert als Projekt, dass wir ganz verschiedene Residenzen anbieten können, auch wirklich Leute aus den verschiedensten Kunstsparten können da beherbergen. Wir sind gespannt, was aus diesem Projekt wird, was auch dann allenfalls auch die Ausstrahlung dann auf das Dorf, aus Cento Valli kann sein. Da ist ja immer eine Interaktion, wenn irgendwo Kunst entsteht, soll es nicht eine Einweggeschichte sein, sondern es soll in beide Seiten, beide Richtungen funktionieren. Ich habe viel gelernt, auch Druck aushalten. Das war für mich ganz wichtig, dass ich eben so davon gehen konnte. Rasa ist für mich so ein Zufluchtsort geworden. Also hier habe ich eben so die Konzentration, die Stille. Ich merke auch, dass ich gerade dadurch, dass ich auch immer wieder auch mit Leidenszeiten zu tun hatte, weil es manchmal schwierig war, weil ich manchmal nicht mehr weiterkam. Ich hatte den Eindruck, ich war ja so nach bei Gott. Wenn Sie sich auch wieder mal inspirieren lassen und ein Wochenende Ruhe brauchen, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen zwei Übernachtungen im Campo Rasa im Tessin für eine Person inklusive zum Morgen. Alles, was Sie wissen müssen, ist: Was ist die Leidenschaft der Romana Moser? Schreiben Sie uns Ihre Antwort bis zum nächsten Donnerstag. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch